du hast noch etwas Interessantes vor. Ja, ja, also das, ja, ich weiß noch nicht, ob es interessant oder schlimm oder weiß ich was wird. Ich gehe jetzt mal 10 Tage in so eine Schwiegermeditation, wo ich nicht reden darf und nichts machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das rauskommt. Ja. Der Stefan Büsser darf nicht reden, ich dein Kapital. 10 Tage, ja, ja. Also du lebst schon davon, dass du redest und unterhaltest. Und dann darfst du das 10 Tage lang nicht machen. Ja. Bestrafst du dich selber? Wieso machst du das? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass es eine sehr spezielle Erfahrung wird. Meine Nachbarn haben das gemacht und die haben von dem vorgeschwärmt. Und dann habe ich wirklich gefunden, komm, ich probiere das mal. Und ich freue mich jetzt, aber ich habe auch ein bisschen Schiss vor dieser Erfahrung, ehrlich gesagt. Also, du setzt dich dann schon 10 Tage lang schon sehr nur mit dir selber auseinander. Und obwohl wir, die im Showbusiness sind, uns selber ja grundsätzlich lässig finden, ich glaube, nur geil ist das dann nicht. Ich glaube, wenn man 10 Tage nichts sagen darf, dann geht man recht in sich rein. Ich glaube, das ist das Ziel, oder? Zum Sachen über einem selber rauszufinden. Du erfährst wahrscheinlich Sachen über dich, die du gar nicht gewusst hast, dass du hast wollen wissen. Ja. Und willst du das denn wissen? Ja, willst du Sachen herausfinden? Ich finde es raus, ja. Und dann schauen wir mal, was das mit mir macht. Und wie muss ich mir das vorstellen? Du kommst in das Kloster rein und dann sollst du irgendwie beten? Oder nein, das hat auch nichts mit Religion zu tun. Und so. Also, okay. Das ist wirklich einfach, du lernst meditieren, das wollte ich eh schon lange mal. Mhm. Die meisten Leute machen das auf eine normale Art und Weise, gehen irgendwo auf Bali oder irgendwo hin in ein schönes Ressort. Mhm. Aber ich mache es jetzt wirklich gerade auf dem Hardcore-Weg. Okay, also du kommst dorthin und bist 10 Tage abgeschottet, du meditierst und zippet. Ja. Darfst du nichts sagen? Nein. Crazy. Gülşah Dili hat ja so etwas Ähnliches gemacht, genau. Aber sie hat nicht müssen schweigen und schon das ist tough gewesen. Ja, ich habe mit ihr auch noch geredet über das und ich glaube, sie hat auch gesagt, das sei eine sehr spezielle Erfahrung für sie. Ja. Und was erhoffst du dir von dem? Weil du gehst ja nicht nur mit der Absicht so, okay, ich weiss, es könnte auch noch ein bisschen stressig werden und so, sondern man erhofft sich ja etwas davon. Im Fall nicht, aber ich bin relativ ergebnisoffen, wie man so schön sagt. Ich lasse das jetzt wirklich mal auf mich wirken und schaue mal, was das auch mit mir macht. Im dümmsten Fall komme ich dort dann raus und finde, das ist alles ein Zeichen, was ich mache. Ich wandere jetzt raus und mache Strandbites auf Hawaii auf oder so, keine Ahnung. Im besten Fall bin ich nachher irgendwie wieder mega motiviert oder merke, es gibt vielleicht noch andere Punkte im Leben, wo ich daran arbeiten muss oder so. Ich glaube, dass es einfach eine wahnsinnig coole Erfahrung für mich mit mir selber wird. Ich bin heute gespannt, auf was dabei rauskommt und ich hoffe, du erzählst mir dann, was du so alles hast. Ich bin noch nicht sicher, ob ich nachher darüber erzählen kann. Es hat schon ein paar gefragt, dann so, ja, und können wir nachher das Interview machen und so. Wo ich jetzt gefunden habe, ich weiß es noch nicht. Je nachdem ist es wirklich eine Erfahrung, die extrem persönlich wird und wo ich finde, das will ich wie für mich haben.